Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Video zu dem Spiel Deceive Inc. Ein Spionage-Battle Royale, wenn man es so ein bisschen so sehen möchte. Vier Dreierteams treten gegeneinander an und haben im Endeffekt dasselbe Ziel. Ich sage jetzt einfach mal, den Kronjuwelen klauen oder so. Ist erstmal egal, es gibt am Ende einen Koffer, der ist ganz viel Geld wert und jedes Spionageteam hat es auf denselben Koffer abgesehen. Um zu diesem Koffer zu kommen, muss man drei Hebel aktivieren. Es gibt fünf Räume, wo potenziell diese drei Hebel drin sein können. Also in drei von fünf Räumen ist ein Hebel drin. Wenn alle drei Hebel gezogen wurden, geht die Schatzkammer auf und man kann sich halt ja, den Hauptpreis gönnen. Das Ganze haben, wie gesagt, alle anderen Teams auch vor und müssen das Ganze verhindern. Man gewinnt entweder, wenn man den Hauptpreis nach Hause gebracht hat oder alle anderen Gegner besiegt hat. Das Ganze funktioniert aber auch noch so, dass man sich tarnen kann als Zivilist, als Mitarbeiter, als Wache, als Forscher oder Techniker oder als der VIP der Map. Abhängig von der Tarnung kann man in unterschiedliche Bereiche gehen, ohne aufzufallen. Ein Mitarbeiter kann den Mitarbeiterbereich, die Wachen können fast überall rein und Forscher sind am Ende natürlich da, wo es wichtig wird. Der VIP hat Sonderrechte und darf überall hin und Zivilisten dürfen eigentlich in keinerlei Räume, wo ja Mitarbeiter und Co. halt rein dürfen. Das ist so eine kleine Hierarchie. Also ne, Zivilisten, Mitarbeiter, Wachen, Techniker und Forscher und der VIP. Abhängig von seiner Tarnung hat man also die Möglichkeit, unauffällig irgendwo rumzulungern. Ja? Jeder Charakter, den man spielt, hat unterschiedliche Fähigkeiten und im Endeffekt geht es darum, Sachen zu hacken, um an Skillpunkte ranzukommen. Mit den Skillpunkten kann man Skill-Tresore öffnen, dadurch bekommt man dann Abilities wie mehr HP, schneller hacken, mehr Skillpunkte und so weiter und man kann Türen aufmachen. Im Endeffekt braucht man ein paar Skillpunkte, um eine Tür zu öffnen, wo ein Hebel drin ist. Und man braucht die Skillpunkte, um halt an Fähigkeiten zu kommen, um im Kampf einen Vorteil zu haben. Das Ganze klingt am Anfang etwas schwer. Es ist beim Zuschauen auch unglaublich kompliziert. Also unübersichtlich, nicht kompliziert. Hat man es einmal verstanden, ist es eigentlich ziemlich leicht. Meine Erklärung war jetzt relativ trash. Aber in Kurzform, vier Teams, a drei Spieler, haben es auf dasselbe Ziel abgesehen und können sich mit Tarnung und Fähigkeiten über die Map bewegen und müssen das gegnerische Team ausschalten oder den Hauptpreis stehlen und wegbringen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Runde, die ich heute für euch habe. Vielleicht hilft die Runde auch, das Ganze zu verstehen. Vielleicht mache ich nächstes Mal auch noch eine bessere Erklärung, aber für heute soll es erstmal reichen. Deceive Inc. ist ein geiles Game und ihr solltet es auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, dass mehr Leute spielen, denn das Spiel macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß. Jetzt aber erstmal, los geht's. Vielen, vielen Dank fürs Rüberschicken. Dankeschön. Oh, links das seriöse Team. Hard Sell. Hatten wir die schon? Nicht so bekannt, einmal, ja. Am Anfang, erste, zweite Runde. Ich bin der Jackie Chan, Lusu. Direkt looten wie ein Blöder. Wie ein Großer. Looten, looten Perks hier. Yeah. Looten, schmuten. Sag ich auch immer. Achso, wenn ihr übrigens anfangt, eine Tarnung zu klauen, müsst ihr nicht bei dem bleiben, ne? Also ihr müsst nur zum Initiieren an dem NPC dranbleiben. Das ist gut zu know, Alter. Dann könnt ihr weiter, ihr könnt das sozusagen beim Vorbeigehen machen. Das ist gut zu know. Tatsache. Stimmt einfach, was du sagst. Der guckt mich an. Komm mal mit. Es ist. Komm schon mal hier auf. Komm mal wieder raus, du Kack-NPC. Komm, 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 komm. Wo war denn der? Ich lost. Welches Ding wollt ihr machen? Reapers hat 9 Punkte. Wir könnten einen holen. Kriegen wir einen Legi-Perk. Hat keinen 9 Punkte. Was meinst du, vorhin bin ich einen eingeholt? Ja, easy. Zack. Was meinst du? Lass A machen. Win geholt, ja, haben wir. Zwei Stück sogar. Back-to-back sogar gerade. Die Map ist übel schön. Hier ist noch ein Graus-Perk. Du bist übel schön. Deine. Ja, wir müssen halt durch Blau durch hier, ne? Ja, genau. In Blau ist der Weg auch weiter zu... Ja gut, dann kaufe ich hier. Oder so, kauf du mal Essex. Ja, einer muss 8 Punkte haben. Essex sollte kaufen. 5 kostet Blau und dann... Ich hab 5. Bin vorm Eingang, ja.
Ja, mach gleich mal auf für uns, Reapers, warte. Wir kommen auch nochmal. Du musst nicht kaufen, wir haben ja von innen können wir machen. Ich nochmal, mach nochmal, A6. Jo. Ja. Ja. Jetzt kannst du mit 8 Punkten lila aufmachen. Also ich hab nur 5. Nee, nee, jetzt kann Reapers. Okay. Weeps. Ich bin stinkreich. Reapers geht stinkreich. Da bin ich. Reapers holt sich. Freunde, hallo, kurz auch mal. Ja, gleich. Ich hack grad kurz. Reapers holt sich easy. Das Legi Perk. Ich nehme das epische. Easy. Wo ist denn das Legi? Hä? Bin ich lost? Wenn du. Ist dann Hebel. Ist denn dann bei in dem Raum kein Hebel? Das ist. Ein, also manche Räume random von denen hat einfach keinen Hebel. Jetzt gibt 3 Hebel, aber 5 Räume oder so. Jetzt habe ich nicht mal ein Perk, jetzt habe ich gar nichts einfach. Ja, dann kannst du hier das Blaue nehmen. Hm. Habe ich das weggenommen oder was? Nein, nein, nein. Es war einfach in dem Raum, war kein Hebel drin. Ah, okay. Aber wir haben hier noch B relativ nah dran. Komm mal direkt nehmen, ja. Ich hab 9 Tickets. Lass mal hoch. Ist aber nur noch ein Hebel, also die Chance, dass deiner drin ist, ist auch gering. Aber gut, müssen wir finden. Kommen wir nicht drum rum. Ich folge dem Wegweiserweg, weil ich glaube, hier ist richtig dann. Ja, du hast recht. Dafür ist es ganz nice. Hier hat einer aufgemacht. Dinner? Stacheldraht und so. Die droppen mir alle. Die droppen meine runter, ja, Mann. Oh mein Gott, ich hätte wegrennen müssen. Ey, die waren so cracked. Oh mein Gott, sind alle drei zusammen runtergesprungen. Ach Mann, ich wollte. Wenn ihr nicht down gegangen wärt, wäre ich sogar nochmal getarnt worden und so. Schade. Also, deswegen. War ärgerlich. Wir müssen nochmal machen. Wir sind schon durch. Ja, genau. Ja, ich hätte abhauen. Ich wollte eigentlich abhauen. Ich habe auch falschen Char genommen. Mama Bild. Ja, Chun, bist schuld. Bin schuld, Chu. Chu. Reaper ist immer schuld. Ja, Stacheldraht-Ding ist halt auch sehr krass, finde ich. Ey, die kann da drei wie so Ninjas runtergejumpt und alle auf Talu. Ja, ja, weil die sehen mich ja kurzzeitig dann. Ja, also der Durchrenn ist bisher gewallhackt. Hallo, Reapers, pass auf, du kannst den nehmen. Obwohl ich eigentlich noch weggekommen wäre. Nee, ich nehm den Speer mir. Ich deck für uns alle Sachen immer auf. Easy. Alpha-Tester hätte ich aber auch sein das können. Ist der Lobby einen zusammenbringt, der alles gar nichts, ne? Weil, aber du durftest ja damals nicht streamen, deswegen habe ich gar nicht gespielt. Hä? Natürlich nicht. Gott, hast du ehrlich gefragt gerade? Ja, weil die das alle machen gerade. Das ist halt so sinnlos. Das ist halt so sinnlos. Doch, die starten dann schon mit 10 Perks. Das ist echt krass. Du kannst auch alle Perks haben einfach und auch maximale Munition. Und dann gehst du noch ein bisschen ultra OP. Was bringt das denn? Sie hat vorhin auch gesagt, jetzt hast du keine Munition. Der hat das echt ernst gemeint. Was bringt das denn nicht? In Fortnite springen die Leute auch immer irgendwo rum und in PUBG kriechen die Leute am Boden und werfen Äpfel. Die Leute machen halt irgendwas. Ja, ja, hätte das sein können, Entschuldigung, ey. Du brichst mich komplett. Wahnsinn. Basics. Das ist halt echt der Wahnsinn. Schau, ey. Scheiß Stuhl. Spring doch drauf, spring drauf, spring drauf. Das geht nicht. Herr Leertaste, kannst du nicht springen, oder was? Nein, jetzt hat er wieder Hans. Ich wollte den noch gar nicht einsetzen. Mann, ich wollte nur gucken, was der für Perks hat. Ich hab nicht auf Bestätigen gedrückt. Alter. Bruch, maximal Bruch. Mein Essen ist da, wie nice. Letzte Runde, wichtig. Danke, Bro. Operation Diamond Sbirre. Diamond Sbirre. Ich bin eine Lady. Nee. Sieht die Clownsnase aus, Jungs. Wir müssen looten. Wie viele Maps gibt's? Gerade 4. Ich weiß nicht, wann die nächste kommt, ob eine neue kommt oder so, aber Private Games hätte ich gerne. Oder ein Matchmaking, was levelbasierend ist. Das wäre geil. So. Nicht skillmäßig, das juckt mich nicht, aber Level-based Matchmaking, so Spanne 0 bis X, X bis Y und so weiter. Was hast du denn gerade? Da oben geht's ab. Jetzt hab ich einen Perk gehackt, bin ich lost.
Was schon wieder? Ah ne, ich hab's gehackt. Oh mein Gott. Ich bin ineffizient AF, Freunde. Nee, ich bin ineffizienterer. Kennt ihr diese Automaten? Ich finde immer nur so einer Credits. Ja. Die Mall, Freunde. Gibt eine Roadmap, muss ich mir mal angucken. Was ist denn da Dings? Ich komm rüber, wir gehen. Wie viel Muni kann ich denn finden? Den habe ich bei mir. Warum sehe ich den Namen gerade nicht? Ich sehe A6, aber wo ist Reapers? Da oben. Wer hat einer? Hm. Soos? Der ist Lower P Reapers vor dir. Wo vor mir? Ich bin oben, mein ja, Bro. Ja, ich weiß. Ich habe von unten hochgeschossen, weil er mich anvisiert hat. Hier liegt einer. Hier, markiert. Da müssen wir ja für den Rest gucken. Da kann ich mich drum kümmern. NPC hebt NPC auf, das ist gut. Da, geradeaus Gegner! Einer low. Oh, das war der falsche. Rennt da geradeaus durch. Ich hab ihn noch einen Mark. Ist nicht links vorbeigekommen, der muss da noch sein. Hinter der Wand. Umgelegt. Ja. Wer gerade geschossen hat, kann er noch nicht verwandelt sein. Hier bei mir. Ich hab Befehl. Ja, perfekt. Schönes Ding. Wo ist das? Hilf mir mal, die NPCs wegzumachen. Nice. Geil. Wow, hast du alles eingesaugt? Ja, ich hab auch. Warte, Party. Ja. Warum schießen wir alle ab? Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Oh, ne, stopp, Sekunde. Einfach alle Bots drin. Perfekt, Jungs. Ja, sehr gut, sehr gut. Muss dabei sein. Unten bei E wird wer aufgedeckt anscheinend. Wie prop haben sich denn? Wie prop ich hier? Du scannen. Musst erst einen Prop scannen und dann kannst du rechts klicken. Hier ist ein Tresor. Hier sind keine Props, die ich scannen kann. Hier ist ein Tresor. Mach mal auf hier. Essex. Ist auch Munition, leer, auch Munition. Ja, das sind zwei leere Sachen, damit kannst du interagieren eigentlich, Dado, wenn du das noch hast. Ja, deswegen habe ich ja gecallt. Gegen den Intergen. Ich bin. Achso, nee, ich bin anderer Child. Ich bin auch der unsichtbar machen kann. Mhm. Jesus. Ja, ich brauche Munition. Oh. Nee. Kann sein, dass hier gerade einer aufgehoben wird. Ich hab eine Wache getötet aus Versehen. Hätte ich bei auch bei der. Ja, ja, hab aber einen schon gekillt von denen wieder. Ja, die sind beide. Zwei sind tot. 10 Schuss noch. Noch die Wachen eben wegmachen. Da schießt noch jemand. Ja, Wache, oder? Oh, schön wieder gesehen, wie die Wache sich da ansneakt und dann zugeschlagen. Monitor und Abuse, sagst du? Ja, 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 das ist. Wollen wir nach A gehen schnell noch? Gucken, ob noch da ein Raum zu holen ist. Es fehlt ja nur noch ein Schalter. Ja. A ist aber eigentlich der Schalter, der immer gezogen wird, weil der ist so draußen alleine. Oh, Munition, ganz dringend. Kugel drückt halt, dann siehst du Munispots. Oh, ein guter Call. Ja, nee, A muss ich gar nicht reingehen. Der ist schon leer gelootet. A ist weg. Na, du lass B absteppen, komm. Ja. Alles, ist alles offen. Ja. Dann hat wir haben nicht viele Perks, ne? Ein Team ist da full stacked. Achso, Reapers, du sollst mit Rechtsklick anvisieren können mit deinem, dann hast du irgendwie ja, so eine Art Sniper-Shot, okay. Damit habe ich ihn gekillt, der. Ah, ja, stimmt, du warst ja nicht so nah dran gerade. Ja, okay, also wo sind sie? Andere Seite. Ja, das wird ein Team sein, was jetzt relativ gute Perks hat, ne? Muss kurz. Rastix läuft in die falsche Richtung. Ja, muss kurz Muni holen, Ja, okay. Fühle. Das falsch ist der einzige Grund. Also ein bisschen die Eingänge. So ich kann ein paar Eingänge checken. Das sind welche? Das sind Gegner? Wo? Hier. Wo? Hinter A? Ja, dann kommen wir zurück. Ich komm zu euch. Du bist du sicher? Die sind da auf dem Tisch rumgesprungen.
Ich glaube nicht, dass das irgendwie Gegner machen, oder? Also NPCs. Aber du hast jetzt nicht geguckt, wer das war. Das waren Wachen? Ja, so eine blaue Frau und ein blauer Mann. Hier. Direkt vor mir. Wollen wir es versuchen? Die drei? 3, 2, 1. Ich bin dead, aber die sind slow. Wie kann ich den denn töten? Wie kann ich schlagen? Kann ich schlagen. Einer down. Zwei down. Einer, die waren auch relativ low. Ich der eine rennt weg, ich hab keine Muni mehr. Rest mich, einer. Ich bin dran. Ich bin dran. Der letzte ist weggerannt, hat aber keine. Okay, ich hab Muni. Ja. Ich krieg keinen Rest. Hä? Was hab ich denn gemacht? Ich versuch's nochmal. Ah, das war. Meine Tarnung ging durch. War meine Schuld. Meine Tarnung ist durchgegangen, deswegen dachte ich, Balken ist fertig, sorry. Okay, einer von denen lebt noch. Oh. Ich hab Nahkampf gedrückt, aus Versehen. Wo gehen wir? Wie kann man Nahkampf machen? V. Was hab ich denn jetzt gemacht, Alter? Oops. Es gibt Nahkampf in dem Game? Hä, das war doch dieser Karate-Kick, den ich dir zum Beispiel auch gezeigt hatte. Ja. Ach, was? Jetzt weiß ich's auch. Okay, Leute, Ich werd von NPCs abgefuckt. Ich kümmere mich um die beiden Leichen. Und ihr könnt mal gucken, dass er den Koffer nicht holt. Ein Spieler ist das noch. Dann gehe ich jetzt auch. Moment, guck mal. Bleib mal hier. Da ist eine Frau, die steht genau in der dran. Nee, lässt sie aber liegen. Gut. Ist genau zur Leiche und guckt sich die an. Ich geh zum Koffer. Ja, geht. Ich hab das hier unter Kontrolle. Ich mich hier in einmal. Ja, stimmt, hat ASICS gut gecallt gerade, ne? Hier ist er! Ja. Der hat Schild. Der hat Low AP. Ja, das war's. Das Team ist raus. Aber anscheinend ja nicht das Kofferteam, ne? Koffer gehen. Genau. Ich hab alle Perks. Okay, dann rein zum. Dann los zum Koffer. Oh, ich hab nur noch 8 Schuss. Oh, Scheiße, wo gehen die hin? A oder B? Wir sind hier eigentlich schon direkt bei A, ne? Aber B gehen wahrscheinlich, ne? Ja, Richtung. Also, er läuft ja dahin, ne? Ich kenn leider keinen Weg zu B. Scheiße. Der markiert mir ja nichts. Ne, ich glaube, dahin geht es auch Waypoint-mäßig nicht. Der hat gerade Wallhack benutzt, also er weiß, wo wir sind. Sie sieht also auch, dass wir ihn abfangen wollen. Können sich also noch umentscheiden. Achso, dann geht er mal zurück. Wo ist denn Ausgang A? Unten hier oben? Oben. Ganz oben. Es gibt A, B, C. Ich gehe hier rüber. Er scheint nach oben zu gehen. Ja, ich gehe hoch, kein Problem. Der Wallhack uns wieder. Wie kommt der denn da hoch, hey? Wie kommt man denn noch höher hier? Der ist irgendwie auf dem Dach einfach. Ja, der ist oben am Dach. Mit Ausgang A. Hier zum Beispiel. Wir rennen da oben rum. Hier, markiert. Jo. Der geht zu A. Wir müssen schnell zu A. Da, du rennst übers Dach. Das hat er auch gemacht. Ganz das hat er schön auch gemacht. Sass. Einer angeschossen. Der hat ein paar Buden. Der mit hier ist. Der hat Buden. Der hat Shield. Der ist so low! Gerade nicht getroffen. Hinter mir noch. Ah, ne. Dead! Ja, der ist low. Pack den Koffer ein. Koffer. Und dann raus, oder? Ja. Das war eine gute Runde. Ich geh halt Stuhl mit. Ich geh auch mit. Sag halt Stuhl. Wenn du ein Stuhl bist. Gute Runde, nice. Ey, geil, war cool. Ey, der hat so viel Damage bekommen, der Typ. Okay, das haben wir gut runtergespielt, glaube ich. Da haben wir auch viele Kills gehabt. Das Dreierteam, was ASICS da gecallt hat, die haben wir ja gut überrascht. Wir standen nicht, hinter denen und dann mitgeballert. Ja, ey, hättest eben gewusst, was Nahkampf ist, wenn alle sofort da sind. Deiner Luftwaffe 2 Sekunden, ne? So 6 Leute, alles sass, keiner schießt. Alles sass einfach. Da waren auch 6 Wachen, die so zusammen rumlaufen. Wir wissen genau, dass ihr drei. Das war voll gut. GG. Ey, das hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, gerne wieder und guten Appetit, Reapers. Ja, Reapers, was soll schmecken. Ey, geil, gutes Game vorgeschlagen, mal Dalu zu abwechseln. Ja, was heißt? Ich mach nur Banger bei mir. Nein, weiß ich jetzt nicht. Alter. Es gibt Lootboxen, oder was? Ja, ich hab 2 Lootboxen. Ja, mach auf, geil, kriegst gerade Skins.